So, Kameramagier, da ich gerade mein altes Transition Pack auf DaVinci 17 umbaue, dachte ich mir, es wäre mal cool, auch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu haben, wie du so eine Before and After Transition machst. Okay, und ich zeige dir heute, wie du das machst und vor allen Dingen, wie du ein Makro baust, mit dem du das Ganze dann so rotieren kannst, wie auch immer du es willst, damit du nicht mehrere Transitions für ein und dasselbe Ding erstellen musst. Also, auf geht's! Okay, in DaVinci Resolve möchte ich zuallererst meine Effects Library aufmachen, dann hier unter Video Transitions uns erstmal irgendeinen hier reinziehen und mit Rechtsklick draufklicken und dann Convert to Fusion Dissolve. So, jetzt kann ich nämlich mit Rechtsklick draufgehen und das Ganze in Fusion bearbeiten, also Click Open in Fusion Page. So, und jetzt haben wir das Ganze in Fusion. Denk dran, wie in meinem RGB Split Transition Tutorial ist Media 1 das, was links in der Timeline ist und Media 2 ist das, was rechts in der Timeline ist. Wir löschen uns den kompletten Dissolve, weil den brauchen wir ja nicht, und holen uns hier oben ein Merge rein. Und dann verbinden wir Media 2 in den grünen Pfeil, also in den Foreground. Media 2 liegt jetzt über das andere. Das bedeutet, von Anfang an meiner Transition ist Media 2 zu sehen. Und das möchten wir jetzt natürlich begrenzen. Und zwar am besten mit einem Rectangle. Und jetzt können wir quasi in den Masken-Input gehen, in den blauen Pfeil, und damit wird unser Bild 2 nur dort gezeigt, wo unser Rectangle ist. Und das möchten wir jetzt quasi so verändern, dass auf der einen Seite das eine Bild zu sehen ist und auf der anderen Seite das andere und wir das hin und her swipen können. Dazu machen wir die Width und die Height so groß wie es geht. Dann disconnecten wir uns das, weil das Ganze wollen wir jetzt noch splitten. Dazu schieben wir das Center auf 0. Im X, und jetzt haben wir, auf der einen Seite wird es angezeigt, auf der anderen Seite nicht. Ja, wenn ich dir das jetzt hier zeige, bam, nur auf der linken Seite ist das Ganze zu sehen. Jetzt möchte ich mir hier oben eine Transform Node hier reinholen und diese Transform Node wird dann das Ganze nachher verschieben. Jetzt möchten wir mit dem Ding in den orangenen Pfeil reingehen. Wichtig ist, dass es in den orangenen Pfeil ist, nicht in den blauen, weil ansonsten hat das keinen Effekt. So. Und wenn ich mir jetzt die Transform Node anzeigen lasse, kann ich diese weiße Fläche für mich verschieben, wie ich will. Und ich kann sie auch noch rotieren. Aber du siehst, wenn ich sie rotiere, dann ist das hier drüben nicht mehr weiß. Und das können wir ganz einfach ändern, indem wir die Size einfach auf 5 hochcranken. Und jetzt, egal wie ich es rotiere, kriege ich keine schwarzen Kanten. Okay, soweit so gut mit dem Original-Setup. Jetzt möchten wir das Ganze natürlich auch noch in den blauen Pfeil einfügen und jetzt siehst du, überall wo das Weiße ist, wird unser Media in 2 angezeigt. Jetzt möchten wir das Ganze so basteln, dass das time responsive und drehbar ist von einem Regler. Dazu möchte ich einen Vector Modifier auf dem Center einsetzen, also mit Rechtsklick Modify With und dann Vector Result. Jetzt kann ich das Ganze modifizieren in der Distanz und damit die Bewegung steuern. Und ich habe noch hier die Möglichkeit, einen Winkel zu ändern, der quasi bestimmt, wie dieser Vektor angelegt werden soll. Du siehst, wenn ich jetzt hier die Distanz verändere, dann wird die Distanz in diesem Winkel kalkuliert. Aber der Winkel, der bestimmt noch nicht, wie unser Ding gedreht ist. Und genau das wollen wir nämlich jetzt auch noch machen. Wir halten dazu die Maus über dem Angle und sehen unten links, das Ding heißt Vector1.Angle und das brauchen wir jetzt für die Expression. Wir gehen also zurück in die Tools, klicken mit Rechtsklick auf Angle, Expression und jetzt sagen wir quasi, dieser Angle-Wert soll jetzt den von dem Vektor bekommen. Also tippen wir jetzt hier den Vector1.Angle. Und wenn ich jetzt im Vektor umstelle, dann siehst du auch, dreht sich unser Vektor. Das setze ich mal zurück. Jetzt muss ich bloß noch einen schönen Weg finden, diese Distanz gut zu animieren. Und dazu kennen wir ja bereits schon den Anim Curves Modifier. In dem Vector Modifier klicken wir mit Rechtsklick auf die Distanz Modify with Anim Curves. So, und jetzt beeinflusst der Wert im Anim Curves Modifier die Distanz. Und die Distanz, die ist jetzt hier am Anfang 0 und am Ende 1. Und du siehst schon, das bringt ein Problem, nämlich dass sie am Anfang in der Mitte ist, weil die Distanz auf dem Vektorparameter in minus 1 und 1 unterteilt ist. Das heißt, wir müssen in dem Anim Curves Modifier den Offset erstmal runterregeln. Und da sein Positionspunkt ist, würde ich hier minus 0.5 eingeben.
und du siehst, er startet genau hier drüben an der Seite, was cool ist, aber ich habe jetzt folgendes Problem. Wenn ich nämlich jetzt im Angle etwas einstelle, dann ist es so, dass ich hier drüben eine Kante habe, die bereits am Anfang gesehen wird. Und deswegen würde ich dir empfehlen, folgende Werte hier einzudrücken. Bei dem Offset minus 0.7 und bei der Scale genau das Ganze zu 2, also 1.3. Damit können wir das Ganze im 16:9 Format drehen, wie wir wollen, und es ist immer cool. Damit haben wir jetzt schon mal die Transition an sich. Jetzt fehlt noch das Linienmittelstück. Und hey, falls du noch mehr Transition willst, auf meiner Webseite findest du ein ganzes Transition Pack, was du dir kaufen kannst, oder du rockst mit den kostenlosen Transitions, die ebenfalls zu finden sind. Und jetzt zeige ich dir, wie du die Linie einbaust. Und das ist nämlich ziemlich easy. Wir suchen uns zuallererst nochmal eine Merge hier rein. Okay, wir suchen uns mit Shift Space ein S-Rectangle raus und ein S-Renderer. Und das sind die Shape Nodes, zu denen ich auch schon mal ein Tutorial gemacht habe. Findest du da oben. Okay, und wenn wir uns jetzt den S-Renderer anzeigen, dann sehen wir das Rectangle und das können wir jetzt verändern in dem S-Rectangle. Wir nehmen die Height auf 1 und die Width, die stellen wir ganz, ganz klein. Irgendwie so 0,16. Das sieht ganz gut aus. So. Und jetzt müssen wir nichts anderes tun, als uns die Transform zu kopieren. Aber wir wollen sie nicht kopieren, wir wollen sie instanzieren, was quasi eine gelinkte Kopie ist. Das bedeutet, alles, was ich auf dem Transform 1 verändere, wird auf der Instanz übernommen. Also wir wählen uns die Transform aus, Steuerung C, und dann klicken wir auf den S-Renderer und mit Steuerung Shift V fügen wir diese gelinkte Instanz dahinter ein. So, und wenn wir uns jetzt die Transform angucken, dann sehen wir, ist das Ding dick geworden. Deswegen müssen wir dann hier hinten nochmal die Width ein bisschen nachregeln, so dass es schön ist. Mit Steuerung gedrückt halten kannst du viel, viel dünnere Linien ziehen. Und damit haben wir eine Linie, die quasi unser Before and After auch noch trennt. Das ist im Grunde genommen die Transition. Aber jetzt ist noch wichtig, das Ganze sich so als Makro abzuspeichern, dass du es auch immer und immer wieder verändern kannst von der Edit Page, wann du auch immer eins dieser Linien drehen möchtest. Und das zeige ich dir jetzt. Okay, zuallererst sortiere ich das Ganze mir mal noch ein bisschen um. Und dann möchte ich alles mir markieren, was nicht Media In oder Media Out ist. Also quasi dieses ganze Gebammel. Dann klicke ich mit Rechtsklick drauf. Und dann klicke ich auf Create Makro. So, dann gebe ich dem noch einen schönen Namen. Und jetzt möchte ich durchgehen und gucken, was ist das, was ich hier wirklich gebraucht habe. Das, was ich auf jeden Fall gebraucht habe, war das S-Rectangle für die Farbe von dem ganzen Ding. Das ist hier unten das S-Rectangle. Und da will ich auf jeden Fall die Width, also die Dicke von der Linie bearbeitet haben. Und ich gebe dem Ganzen mal noch einen Höchstwert von 0.05, weil ich zeige dir, was passiert. Wenn ich das nämlich jetzt so auf 0.05 stelle, buff, ist es auf einmal richtig fettes Teil. Dafür habe ich den ganz einfach begrenzt. Und ich möchte auf jeden Fall in dem S-Rectangle hier und das Teil noch die Farbe anwählen können. Als nächstes wichtiges Ding ist die Transform dran. Und in der Transform brauchen wir ja eigentlich nur die Modifier, weil ja alles auf der Transform über die Modifier und die Expressions gesteuert wird. Deswegen weiß ich, ich kann direkt in den Vektor reingehen und möchte mir hier das Angle raussuchen, damit ich mir auswählen kann, von welchem Winkel das Ganze auskommt. Und dann möchte ich mir noch unter Anim Curves das Ganze auch noch geben. Also Curve In, Out, Lookup, Mirror, Invert, Scale und Offset, damit ihr auch wirklich alle Möglichkeiten habt, die Animation von dem Teil zu verändern. Und die Source möchten wir auf jeden Fall auf Transition stehen lassen, weil das Ganze ist ja eine Transition. Und das Ganze speichern wir, wenn wir jetzt auf File klicken, Save As, und dann möchten wir dahin navigieren, wo die Transition-Makros liegen. Also klicken wir hier oben auf Fusion, gehen dann ganz unten zu den Templates, möchten dann in die Edit Templates gehen und dann unter Transitions. Und hier möchten wir uns das Ganze hinspeichern. Als nächstes möchtest du DaVinci Resolve zumachen, aber erstmal speichern, was du gemacht hast. Nicht vergessen. Und dann nochmal neu aufmachen. Denn mit jedem Neustart von DaVinci Resolve checkt er die Ordner, wo die Templates liegen, und aktualisiert sie. Und dann solltest du deine Transition unter Video Transition
Fusion Transition hier unten irgendwo finden. Hier MVS, Line Slide, das ist der, den wir jetzt gemacht haben. Und wenn wir den jetzt hier drauf ziehen, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den Winkel einzustellen, wie ich den haben will. Und somit kannst du quasi diese Line Transition in DaVinci Resolve nutzen. Und ich hoffe, das hat dir geholfen, das Verständnis für diese Transitions und für die Modifiers in DaVinci Resolve besser zu verstehen. Und du schaffst es jetzt, deine eigenen Transitions zu machen. Ah, und apropos Transitions, wenn du mehr Transitions haben willst, dann schau doch mal auf meiner Webseite. Da habe ich ein Transition Pack for Sale. Und da bin ich gerade dabei zu überarbeiten, dass das auch auf DaVinci Resolve 17 umgeht. Yo, soweit so gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich wünsche dir noch eine schöne Woche, Kameramagier. Bis dahin, ciao.